Hallihallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zur weiteren Folge Storm Silver Nuzlocke Challenge. Meine lieben Freunde, wir stehen vor Bruno. Wir haben letzte Folge Animal Redux, wir haben letzte Folge leider schon Benjen verloren im ersten Fight. Den zweiten Fight haben wir absolut gesmurft, obwohl wir schlimme Hacks gehabt haben teilweise. Und jetzt stehen wir bei Bruno. Bruno habe ich, glaube ich, sogar mit unter anderem das beste Matchup, weil super effektiv plus Dragon Dance, Walt die Stein-Moves plus Psychic-Type. Kukaru und Paddy wird halt schwierig, aber Paddy kann auch reinkommen, falls der irgendwie eine Coverage hat. So. Let's go. Bruno, nächster, wir fackeln, Leute, wir fackeln nicht lange rum, es tut mir leid, dass dass der Ding ein bisschen schwieriger ist, dass das Commentary ein bisschen schlecht ausfällt, aber ich muss auf jeden Fall hier fucking, okay. Er kann für einen Sucker Punch gehen, gell? Ja, Intimidate ist mir egal. So, wir scouten nochmal, was er hat. Wir scouten einfach nur mal, was er hat. Counter. Counter ist kein Problem. Okay, I guess. und wir haben eine Full Restore. Das heißt, wir können eine Full Restore usen. Okay, das ist insane. Dass wir jetzt schon die Full Restore rausbaiten, ist richtig insane. Jetzt wäre hier Call Mind irgendwie cool. Aber nichtsdestotrotz. Okay, jetzt kriegt er einen Spit Death Drop. Vielleicht eine zweite Full Restore? High Jump Kick. Tank ich. Und genau gegen das meine ich. Wenn ich High Jump Kick, also wenn ich weiß, dass der auf eine High Jump Kick geht, kann ich einfach mit Ding rein. Hätte ich einfach mit Benjen rein können. Und jeder wäre zusammengebrochen. Wisst ihr, was ich meine? So, was kommt als nächstes? Ariyama. Ariyama mit einer Belly Drum? T-Punch, aber der ist nicht resistiert. Der ist nicht super effektiv. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine fette Death, Alter. Wir haben die fetteste Death auf Animal Redux, Alter. Mann, Hariyama hat richtig viel HP, also das wird nicht reichen. Der Grund, warum ich auf... das war ein Crit! Der Grund, warum ich auf eine Psychic jetzt gegangen bin und nicht auf eine Ding, weil wenn ich jetzt auf Ding gehe, auf Protect und er geht für eine Belly Drum, ist auf plus 6 und dann habe ich ein Problem. Dann hätte ich ein Problem. So, lass mich raten, Dark Pulse. Lass mich raten, Dark Pulse. Ja, okay. Gut. Dark Pulse muss ich schauen, was ich da habe dagegen. Dark Pulse muss ich actually schauen, was ich habe dagegen. Ich weiß es nämlich nicht. Paddy ist zwar neutral, aber ich will Paddy jetzt nicht wegwerfen. Das Problem ist, wenn ich zu Ganju rein, geht er für eine Aura Sphere, maybe? Er hat halt einen Bullet Punch auch, das muss ich halt schauen. Auf jeden Fall einmal zu Ganju, oder? Ganju ist also mal ein gutes Ding, weil dann baiten wir den Kampf-Move. Und dann kann ich schon mal schauen, für was er geht. Weil hier wird noch Dark-Type wird hier noch resistiert von Stahl. Das bedeutet, die Dark Pulse wird resistiert. Genau. So, jetzt gehe ich für eine Protect. Dass ich scoute, was er hat. Aura Sphere. Okay. Bei einer Aura Sphere ist halt jetzt die Frage, ob ich gleich zu Paddy rein und dann mit einem Flamethrower gegenhau. Glaube ich schon. Super effektiv. Stab. Und falls er den Bullet Punch hat, der wird resistiert. So. Wenn sein Meister Damage Aura Sphere ist, sind wir gut beieinander. Und dann tanken wir eine zweite. Dass die alle keinen Sash haben. Das wundert mich jetzt wirklich. In diesem ROM-Hack hat noch keiner einen Sash, Alter. Irgendwie gefühlt. Hitmonlee. Okay, aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen für eine Protect.
Bitte, High Jump Kick, come on. High Jump Kick. Okay, Stone Edge, schade. Schade, den High Jump Kick hätte ich jetzt gern gebaitet. Den High Jump Kick hätte ich jetzt gern gebaitet, Alter. Die wird resistiert. High Jump Kick. High Jump Kick. Come on, High Jump Kick. Geh für einen High Jump Kick, mein Boy. Ah, er hat einen Earthquake. Fuck. Egal. Lucrion. Lucrion. Und dann mit einer Wing Attack. Dass der nichts hat aus einer High Jump Kick, Alter. Ich muss halt nur aufpassen, weil das ist wieder Toxic Poison. Die habe ich zwar jetzt nicht geheilt wegen den Death-Werten, aber es ist trotzdem eine Toxic Poison. Nice. Nice to you. Insane, Alter. Insane. Muss ich wahrscheinlich raus. Hitmonchan. Na, oh, der hat einen Nice Punch, gell? Der hat einen Ice Punch. Er wird jetzt bitte nicht für einen Thunder Punch gehen. Und falls er für einen Thunder Punch geht, tanke ich das sogar noch mit Anima Redux. Bitte. Der hat einen Ice Punch. Sehr gut. Gut zu wissen, hat er jetzt alle Punches oder nur den einen? Boah, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt gefreezed werde, krieg ich alle Zustände. Okay, er hat einen Thunder Punch. Okay. Gut. Gut. Aber einen T-Punch sollte ich ja eigentlich sogar tanken, oder? Gehe ich mal für eine Slack-Off? Nee, ich gehe einfach für ein Ding. T-Punch, also der T-Punch von Hitmonlee. Boah, der beide hat Iron Fist. Fuck. Ja, easy, Alter. Komplett easy. Deswegen habe ich Bruno jetzt gemacht. Genau deswegen. Weil gegen Bruno habe ich so ein guten Ding. Jetzt ist die Frage, geht er für ein Heal-Item wieder oder... Er geht für einen Attack-Move. Okay, gut, dass ich geheilt habe. Habe ich irgendwie eine Priority auf irgendwas? Nee, habe ich nicht. I mean, Magnezole Walls hat das komplett. Nur mit Magnezone habe ich keinen einzigen. So, wie viel Damage waren das? 130, 50. Sind wir genau bei Slack of Ding. Kein Crit. Kein Crit. Kein Crit. Danke. Sehr gut. Okay. Wir können gegen Slack offen, Alter. So, wir können gegen Slack offen kriegen, noch Leftover Healing und können jetzt für den Surfer gehen. Jetzt killt nämlich kein Crit mehr. Puh, schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Alles schwierig. Alles schwierig, Alter, Leute. Alles schwierig. Alter, ich hätte einfach Leftovers farmen müssen. Ich hätte einfach Leftovers farmen müssen und auf alles Leftovers drauf tun. Oder zumindest auf Magnezone und dem ganzen Blödsinn. So mit Champ. Mit Champ sein Ace-Pokémon. Protect. Scouting. Thunder Punch. Okay. Okay, 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 okay. Ist hier nicht genau dasselbe Problem wie mit Ding? Kill ich den nicht einfach mit einer Psychic? Oder zuerst mit einer Slack-Off. Selbst wenn das ein Crit wird. Anima Walls, das... Okay, das war jetzt kein Crit, das waren aber 70 Damage. Das heißt, wenn ich jetzt über 140 bin, kriege ich mindestens einen Hit raus. Okay, sehr gut. Mit Leftover Healing bin ich sogar drüber. Alter, Anima Redux. Ich liebe Slowbro so viel. Ich habe Slowbro so lieben gelernt. Wirklich, das ist unbelievable. Slowbro ist so ein insanes Pokémon. So. Was hat er? Mit Citrus?
Da, er hat einen Citrus Berry, vollkommen okay. Das heißt für mich auf gut Deutsch eine Protect, dass wir wieder über 100, weil das hat 60 Damage gemacht, habe ich gerade gesehen. Er hat den Stone Edge Crit, war mehr Damage gerade, okay. Dann hat er gerade den Stone Edge Crit gerollt. So, T-Punch, selbst wenn das ein Crit werden sollte, sollten wir das tanken. Es ist kein Crit, das heißt eine Psychic reicht. Und ich bin bei Bruno durch. Okay. Puh, okay. Nice one. Insane, kein Pokémon verloren. Jetzt haben wir nur mehr Agatha. Und Agatha wird ein Problem. Not gonna lie. Agatha wird richtig ein Problem. So. Agatha wird richtig, richtig ein Problem, weil gegen Agatha mit ihren Ghost-Type-Pokémon weiß ich nicht, wo ich hingehe. Keine Ahnung, wie ich Agathas Ghost-Type-Pokémon killen soll. Ich habe keine Ahnung, not gonna lie. Ich habe so keine Ahnung, wie ich Agathas Ghost-Type killen soll. Aber es ist nur mehr Agatha. Wenn ich Agatha gut spiele... So, das Einzige, was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall eine Full Restore auf Lucrion, weil Toxic Dem... Lucrion brauche ich, glaube ich, jetzt länger. Und wenn der eine Toxic Poison hat, dann ist Problem. Dann ist Problem. Ich könnte mit Kukaru rein, um alles zu one-hitten, was einmal reinkommt. Karen. Oh, never mind. Das ist ja nicht mehr Agatha, sondern Karen mit Dark-Type-Pokémon. Aber Dark-Type-Pokémon sind ja noch bekackter für mich. Ah, natürlich Mydiana, das erste Pokémon, Alter. Intimidate interessiert mich nicht. Schauen wir mal, was ein Ice Beam macht. Schauen wir mal, wie viel Damage ein Ice Beam macht. Oh, der hat einen Fire Fang. Fuck. Das killt einfach. What? Und das ist kein Crit gewesen? Houndoom. Ja, ne. Das war ja actually klar. Oh shit, Houndoom, Alter. Paddy trifft den Focus Blast. Paddy trifft den Focus Blast. Paddy trifft den Focus Blast. Heat Wave tank ich. Easy. Burn interessiert mich nicht. Easy. Paddy trifft den Focus Blast. Paddy trifft den Focus Blast. Let's go. Sash? Nein, kein Sash. Paddy trifft den Focus Blast, Alter, richtig insane. Paddy, dass Paddy da den Focus Blast trifft, richtig insane. So, Honchkrow. Honchkrow? Ja, weißt du, was ich gegen den Honchkrow hab? Alles. Weil Ganju ist gegen Honchkrow und gegen Ding einfach nur insane. Ja, Brave Bird, Alter, vierfach Resist. Brave Bird ist vierfach Resist, mein Boy. Und ich weiß, du hast auch eine Heat Wave, aber... Swagger. Don't hit yourself, Ganju. Don't hit yourself in confusion. 50-50. Yes. Wir sind nicht verwirrt. Wir kommen durch. Yes. Sollte reichen. Easy. 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 Spiritomb. Ah, shit. Embargo. Ja, ist okay. Drü, komm durch. Dankeschön. Dark Pulse. Der wird resistiert. My boy.
Und jetzt snap out of it. Natürlich kriege ich 4 times Confusion. Oh Gott, wenn das ein Crit wird. Oh shit. Oh fuck. Jetzt habe ich ein Problem. Oh fuck, jetzt habe ich ein richtiges Problem. Oh fuck, jetzt habe ich ein richtiges Problem. Wie viel Damage macht das? Bitte nicht über die Hälfte. Oh shit. Jetzt habe ich ein richtiges Problem. Weil nie im Leben kill ich Spiritomb jetzt mit einer Dragonclaw. Ist er schon für eine Full Restore gegangen? Nee, ist er nicht. Fuck, das war bei Bruno vorher. Shit! Fuck, kann ich irgendwie die Dark Pulse outstallen? Und wenn das ein Crit wird, habe ich ein Problem. Ah, shit, Alter. Wie viel Damage macht das bei Ganju? Vor allem, was habe ich hier für ein Ding? Was habe ich hier für ein Ding drauf? 122, 115. 115 ist nicht. Geht nicht. 17, 114. 114 und resistiert. Das killt nicht, aber ich glaube ich. Aber Lucrion fallen lassen ist nicht gut. Nur, was kann ich fallen lassen at this time? Ich muss jetzt irgendwas sacken. Nur Ganju brauche ich vielleicht für seine Flugzeit-Pokémon. Ich glaube, Paddy muss dran glauben, Leute. Ich glaube, Paddy muss dran glauben. Nur Paddy muss einen Dark Pulse tanken. Weil sonst war das jetzt gerade kompletter Int. Warum gehst du nicht für den Sucker Punch? Oder killt aber Kukaru? Ich kann Kukaru nicht risken. Nur Choice Specs. Ich kann Kukaru nicht risken, Leute. Ich kann Kukaru nicht risken. Ich kann Kukaru nicht risken. Es tut mir leid, aber ich kein Omni-Boost. Das ist aber der beste Move, für den er gehen hätte können. Das ist der beste Move, für den er gehen hätte können. Weil wenn das ein Crit wird, ein Lucky Crit, dann sind wir out. 1,16? Nö, nö, nö. Ich wollte gerade sagen. Okay. Paddy, es tut mir leid, aber das killt. Ja, no shot, das killt. Das war ein Crit. Vielleicht hätte Crit sogar nicht gemattert. Ja, natürlich geht er jetzt. Aber ist egal, eine Full Restore, das wird trotzdem ein Ding. Aber Silverwind ist der beste Move, für den es hätte gehen können. Freeze. I mean, es hätte eh nichts gebracht, weil ich hätte sowieso outspeedet und in der nächsten Runde gekillt, aber jetzt den Freeze zu kriegen, nech. Umbreon. Ja, aber Umbreon, ganz ehrlich, was hat Umbreon gegen mich? Umbreon hat nur fette Death und sonst nichts. Toxic Stalling, natürlich. Ja, aber es ist... Ja, aber das interessiert mich nicht.
Das interessiert mich at this time gar nicht mehr, weil ich habe jetzt eine Full Restore. Boah, schwierig, Alter. Ganz, 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 ganz schwierig. Und was kommt als letztes? Absol. Es tut mir leid, ich hab gestern das Video von Lenny gesehen mit dem, was Pokémon-Namen wirklich sagen. Und ich krieg dieses Uhu nicht mehr aus dem Kopf. Fuck it. Fuck it, Alter. Fucking Kukaru ist insane. Okay. Karen und zwei Devs. Das heißt, wir haben jetzt nur mehr Lanes, Alter. Und Lanes muss ich bestreiten mit Anima Redux, Kukaru, Lucrian und Ganju. Krieg ich, glaube ich, hin, wenn ich ehrlich bin. Krieg ich, glaube ich, ehrlicherweise gesagt hin. Wir leaden mit Kukaru und hauen sofort einmal sein Starter-Mon mit Ding weg. Es sei denn, sein Starter-Mon ist Aerodactyl, aber Aerodactyl wird ja nicht als erstes kommen, oder? Bitte Aerodactyl. Kommt nicht als erster. Wait. Nee, what? Nee, ich wollte noch... Boah, ich wollte noch die AP heilen, Alter. Ich wollte noch mit Eater die AP heilen. So, jetzt muss ich aber schauen, was geheilt werden soll. Ich brauche auf jeden Fall Ice Beam voll. Die PP was restored. So, was brauche ich noch voll? Ich brauche auf jeden Fall Anima Redux komplett voll. Wegen Ding. Weil Anima Redux hat nicht mehr viele Protect. Hier brauche ich eine Protect. Und hier brauche ich gar nichts. Wobei eine Drain Claw, falls ich es habe, ist eine Drain Claw gut. So, das heißt, Anima Redux brauche ich komplett voll. Das heißt, hier haben wir einen Mag Elixir. Der kommt auf Anima Redux. Jetzt nicht verklicken, weil sonst habe ich ein Problem. Of all the moves by 10 point each. So, PP was restored. Und dann fuck it. Vielleicht kommt es auf den letzten PP. Oh, vielleicht kommt es auf die letzten PP an. So, nuken wir das erste Pokémon gleich mal instant mit einem Ice Beam weg. Ja, oder? So, Lance. Es ist... Nein, ich bin nicht aufgelevelt. Ich bin 5 Level drunter jetzt. No. Ich bin 5 Level drunter jetzt. Ich bin fest. Ich bin jetzt 5 Level drunter. Da kommt ein D-Dance. Ich weiß, dass da ein D-Dance kommt. Keine Sorge. Aber Gyarados hat gute Spedef-Werte, gell? Nee. Nicht gleich die Instant Stone Edge. Alter, wenn das jetzt ein Crit wird. Er used eine Full Restore. Das heißt, ich habe eine Full Restore für Kukaru zum Baiten. Let's go. Und er geht nicht auf den Dragon Dance. Warum level ich denn nicht auf? Ich Idiot. Das könnte jetzt richtig, richtig schwierig sein. So, als nächstes kommt Charizard oder Aerodactyl. Also es ist Glurak oder Aerodactyl. Und gegen beide haben wir Anima Redux. Ja, okay, Aerodactyl. Das Gute ist, wenn das Teil draußen ist, brauchen wir nichts mehr zu fürchten. Mit Kukaru meine ich.
schauen, wir scouten für eine Earthquake. Okay, Stone Edge, never mind. Er hat keine Earthquake, sehr gut. Torment, warum Torment? Was ist Torment? Was ist Torment? Taunt ist, dass ich nur mehr angreifen kann. Und Torment ist, glaube ich, dass ich nicht zwei Moves hintereinander einsetzen kann, maybe. Das ist aber vollkommen okay. Weil dann gehe ich einfach bei den nächsten Pokémon auf den Flash Cannon. So, jetzt kommt... Ja, halt schon. Ah! Hilfe! 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 So. Wir sind schneller. Wir sind schneller! Kill it! 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 Aber dann killt er mich auch nicht. Dann killt er mich auch nicht. Wenn das nicht killt, killt er mich auch nicht. Ja. Hat der eine Extreme Speed? Jetzt ist die Frage, hat der eine Extreme Speed? Wir scouten für eine Extreme Speed. Wir scouten für eine Extreme Speed. Wir scouten für eine Extreme Speed. Fuck it. Okay, nee, hat er nicht. Oh please, oh please, oh please, das darf jetzt nicht reichen. Oh please, 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 oh please. Okay. Sein fucking Garchomp ist draußen. Ja, wow, ich krieg den Crit, wo er nicht meddert. Sehr gut. So wie es gehört. Dragonite. Anima Redux. Anima Redux ist das einzige, was mich da jetzt... Weil jetzt kommt ein Extreme Speed, oder? Da kommt ein Surfer, what? Okay, wenn jetzt ein Surfer kommt, dann folgendes. Oh, bitte kein Dragon Dance. Achso, ich habe jetzt mein Heil-Item verbraucht. Fuck. Bitte kein Dragon Dance. Aber er crippelt sich selber damit. Aber er crippelt sich jetzt selber damit. Also, jetzt, no shit, aber er crippelt sich jetzt selber damit. Er ist jetzt auf minus 4. Er ist auf minus 4. Ja, minus 4, fuck it. Das ist super effektiv, ich weiß, aber... Ah, und Instant and Burn. Natürlich Instant and Burn. Fuck you, Alter. Ja, aber... Wait. Oh, kann ich irgendwie noch eine Potion verwenden an dem Teil? Folgendes. Das hat jetzt ein ganz spezielles Ding, was ich hier mache. Er hat jetzt nochmal einen Draco, Alter. Ich tank einen Draco auf minus 4. Aber ich gehe kein Risiko ein. Ich tank einen Draco auf minus 4.
Oh, nämlich Drayton Drake auf minus 6. Easy. Easy! Kann ich mit irgendwas aufsetzen? Nö, weil ich ihn nicht in ein fucking Ding dringen kann. Ich kann ihn nicht irgendwie... Kriege ich ihn irgendwie in eine Potion Range? Kriege ich ihn irgendwie in eine Potion Range? Please, sag ja. Ist das der meiste Damage? Was hast du denn noch? Was hat... Outstall ich das Teil jetzt einfach und gewinne ich? Ich kriege nicht mehr eine Potion Range, oder? Was hat der noch? Wenn Fire Blast der meiste Damage ist, was hat der noch? Kein Crit. Ich will ihn nur in eine Potion Range drücken. Surfer. Der ist minus 6. Lucian hat... Shit! Auf minus 6 reicht halt auch ein Surfer, glaube ich. Vor allem, wenn er durchkrittet. Okay, I guess. Lukyon 56, noch mehr HP zurück, sehr gut. Was kommt noch? Was kann denn da jetzt noch kommen? Dragonite, noch ein Dragonite? Und das ist jetzt das physische Dragonite. Die tank ich easy. Die tank ich nicht easy. Aber ich hau ihn aus einer Outrage aus. Oh fuck, Leute. Er ist verwirrt. Bitte hitte dich selbst. Bitte hitte dich selbst. Bitte hitte dich selbst. Bitte hitte dich selbst. Ja! Ja! Was hat er? Citrus? Anima Redux. Come on! Hitte dich nochmal selbst! Hitte dich nochmal selbst! Kein Crit! Anima Redux, bitte! Das ist ein 3-Hit-KO! Ich bin am Shaken, Alter! Er ist wieder verwirrt! Hitte dich selbst! Ja! LOL! Wir gehen nochmal auf den Slack-Off! We play it safe! Kein Crit. Ich bin so am Schwitzen, Leute. Er ist wieder verwirrt. Anima Redux, ich bin 4 Level drunter. Hitte dich selbst. Hitte dich selbst. Yes. Ich schwitz grad wie ewig nicht mehr. Ich weiß, das wird jetzt ein Stalling-Game. Es tut mir leid, Freunde.
Hitte dich einmal selbst, please. Hitte dich einmal selbst. Please. Ja. Hitte dich nochmal selten. Wir haben eine Full Restore. Wir haben eine Chance. Oh Gott, Leute. Wir haben genügend Slack auf PP. Leute, das wird jetzt eine 50-Minuten-Folge. Crit! Bitte hitte dich selbst, mein Boy. Bitte hitte dich selbst. Alter. Ich hab ne Idee. Ich weiß, Kukaru wäre jetzt der bessere Ding, aber ich hab ne Idee. Hitte dich selbst. Please. Okay, Anima Redux. Einmal noch den Crit dodgen. Er dodgt nochmal den Crit. What the fuck? Er ist jetzt gelockt in Outrage. Okay? Das tank ich. Er ist wieder confused. Hitte dich selbst! Ganju, es tut mir leid. Ich hab's probiert. Ich hab gewusst, dass das deine Earthquake hat, aber... Nee. Okay, gut. Aber wir kommen durch, I guess. Ich glaube, wir kommen durch. Nee, ich wipe jetzt. Vielleicht Speedy Wies? Ja, ich hab Speedy Wies. Level drunter, ich hau Speed Garador. Nö. Bitte nicht. Speedy Wies. Tank ich. Easy. Ist das der most damage? Roost! Hat er nichts? We take it slow. Also... er hat nur eine Area Lace oder was? Ich bin out. Leute, wir sind draußen. Oh, Alter, wie Dragon Knight Ding outspeedet hat, habe ich mir gedacht, jetzt war's es. Speedy Wies. Oh no. Leute, fucking hell. Dass Lucian sein Guardshop outspeedet mit 4 Level drunter, Alter.
Ich hab mich gewiped gesehen. Ich hab mich so gewiped gesehen. Nach der letzten Full Restore, ich hab mich so gewiped gesehen, Alter. Leute, wir sind durch. Wir haben die Top 4 bezwungen. Mit zwei Pokémon, mit Lucian und mit Anima Redux. RIP an Paddy und RIP an. Oh, natürlich hat das Teil eine Earthquake. Aber Anima Redux dodgt das 700 mal den Crit, Alter. Holy shit. Wow. Anima Redux, der absolute MVP, Alter. Du kriegst von mir einen YouTube-Sub, Alter. Wirklich, du kriegst von mir einen YouTube-Sub. Also einen YouTube-Subscription, wenn ich irgendwann einmal so weit sein sollte und eine Subscription einstellen kann. Benjen viel zu early gegangen, Alter, wirklich. Und dann Lucian outspeedet. Also Paddy, der uns rettet von einem Krypok-Nasty-Plot, Alter. Und Lucian outspeedet das Level 60 Guard schon von ihm. Wow. Alter, was für ein Team. Was für ein Team, um die Top 4 zu schlagen. Aber das war's noch nicht, Leute. Das war's noch nicht. Ey, wir haben als nächstes Kanto zu durchstreifen. Wir haben auf jeden Fall als nächstes Kanto noch zu durchstreifen. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Menge neue Encounter. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Menge neue Ding. Wir sind out. Leute, ich kann euch gerade gar nicht sagen, wie insane das für mich war, dass wir out sind. Ich hab vergessen aufzuleveln, Alter. Ich hab vergessen aufzuleveln. Und das wäre fast mein fucking Todesurteil gewesen. Leute, wir haben Storm Silver geschafft. Also ich meine, die Hälfte von Storm Silver, die Storm Silver Nuzlocke haben wir geschafft, Alter. Und das mit Anima Redux, der 700 mal einen Crit gedodged hat und Lucian, der outspeedet hat. Leute, was soll ich sagen zu dem Nuzlocke Romhack? Es ist ein Draiano Romhack. Ich liebe Draiano Romhacks. Er ist jetzt noch nicht vorbei. Wir müssen jetzt noch ganz Kanto machen. Und wir müssen auch jetzt noch weiterhin noch einige Encounter holen. Wir müssen noch die Kanto Gym Leader machen. Und dann müssen wir noch Red machen. Also keine Sorge, wer die Storm Silver Nuzlocke genießt, der kann sich auf weitere Folgen freuen. Der, was es nicht genießt, sorry, I guess. Aber wir haben jetzt noch ein insanes Postgame vor uns. Mit einigen fetten Custom-Boss-Fights. Fucking hell, Alter. Ja, meine lieben Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. RIP an Paddy, RIP an Kukaru, RIP an Magnezone, RIP an Ding, RIP an Magnezone, RIP an Benjen und RIP an Ganju und gebt einen fucking Daumen für Lucian und Anima Redux. Alter, diese zwei absolute MVPs. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben, schreibt mir was gerne in die Kommentare. Abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und das war's mit der Storm Silver Nuzlocke Challenge. Jetzt geht's weiter ins Postgame. Dann ist in der nächsten Folge mit eurem Wambo. Bye bye. Boah Gott, mir ist so heiß, Alter. Bye bye. Soll ich noch die Credits durchlaufen lassen? Nee, die Credits braucht eh keiner sehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit eurem Wambo. Bye bye.